Ein Hallo in die Runde hier unter dem Rathaus. 50 Jahre Bühnenjubiläum vom Tellyman oder der größten Gerschen Fettgüsche. Tellyman, was hat's damit auf sich? Na, das bin ich. Ich bin Tellyman. Das war mein erster Beruf in Rostock im Überseehafen. Habe ich das gelernt. Und dann habe ich auch kurzzeitig gearbeitet. Und der Tellyman, das ist derjenige, der steht an der Kaistraße und zählt das bzw. schreibt das auf, was aus den Schiffen rauskommt oder was in die Schiffe reingeht. Das war vor, wollen wir mal sagen, 40 Jahren. So, was gibt's natürlich heute nicht mehr. Und das war das, was Harry Belafonte immer gesungen hat. Hey, Mr. Tellyman, tally me banana. Ach, der hat die Bananen gezählt. Ja, Bananen, ja, wenn sie mal kamen. Wenn sie mal kam. Danach ging es, nochmal für alle, du bist eine Mecklenburger Fischkopf. Ja, ich bin Fischkopf. Ich bin in Stralsund geboren. Ich habe, wie gesagt, im Hafen gelernt, mein Abitur gemacht. Ich habe bei der Ostseezeitung Volontariat gemacht. Und dann ging es ab nach Sachsen. Und ich habe in Leipzig Journalistik studiert. Und dann ging es noch weiter runter. Dann ging es dann irgendwann ab nach Thüringen. Und dann war ich im Fettnapf. So, jetzt sind wir schon fertig, wenn ich nicht so viele Fragen hätte. Also danach ging es praktisch zur Zeitung nach deinem Studium? Vorm Studium. Das war damals so, nicht wie heute. Damals hat man vorm Studium ein Jahr Volontariat absolvieren müssen. Denn man hat sich ein Medium gesucht, Presse, Rundfunk, Zeitung, wie auch immer. Und dort hat man sein Volontariat gemacht. Da wurde man für gut befunden oder nicht für gut befunden und dann durfte man zum Studium nach Leipzig. Und es gab auch nur damals diese eine Sektion. Das war eigentlich dann die Idee, Journalistik zu studieren? Ja. Das hast du bei der Zeitung, hast gedacht, ach, das könnte was für mich sein. Naja, könnte was für mich sein. Also man musste sich ja nach dem Abitur irgendwas suchen, irgendwas, was man studieren wollte. Naja, so ein bisschen was mit Öffentlichkeit und so hat mir schon gefallen. Aber naja, nun sah ich schon immer so aus, wie ich aussah. Also sagen wir mal so, ich war schon immer für mein Gewicht zu klein. Und ja, naja, habe ich gedacht, Journalistik, das könnte es noch sein, noch dazu, wo auf meiner Schule irgendeine Schülerin, naja, die mir, ja, wo ich gedacht habe, nee, wieso denn ausgerechnet die, so wie die aussieht. Und da habe ich gedacht, na, das könnte ich doch erst recht. Und dann bin ich losgelaufen zur Ostsee-Zeitung, habe ich gefragt und so gesagt, ja, Zensuren zeigen, naja, natürlich ein bisschen verbessern und so. Naja, und dann habe ich das gemacht. Da bist du zum Studium gegangen und da habe ich gelesen, eins deiner Lieblingsfächer war politische Ökonomie. Ja. Politische Ökonomie lag aber daran, an dem Dozenten. Der Dozent, der konnte uns das sehr gut vermitteln und der konnte mir das logische Denken beibringen. Das fand ich bedeutend. Aber gehört nicht zur politischen Ökonomie auch ein bisschen Mathematik? Weil das warst du ja nicht. Nee? Das war ja. Da warst du auf Kriegsfuß. Ach, also habe ich nie. Nein, ist mir nie aufgefallen. Braucht man nicht rechnen. Sollten vielleicht heute einige Politiker mal politische Ökonomie studieren? Oh, politische Ökonomie wäre nicht schlecht. Das ist wohl wahr. Politische Ökonomie, ich meine, na klar, politische Ökonomie des Kapitalismus, ja, mit der politischen Ökonomie des Sozialismus, da war es natürlich nicht sehr gut bestellt. Ich meine, klar, wenn du dir das anguckst, hätte wahrscheinlich ein Studium ohnehin dem einen oder anderen ganz gut getan. Da hast du dann in Leipzig während deiner Freizeit, bist du zum Kabarett gekommen. Ja. Bringt da politische Ökonomie was? Pass auf, wie ich zum Kabarett gekommen bin, willst du wissen? Erzähle ich dir. Also war Zufall, wie fast alles in meinem Leben Zufall war. Also, da kam eines Tages ein Schreiben von der Karl-Marx-Universität mit der Aufführung aller Kulturensembles, die Uni hat. So, und da gab es also Ballett, kam für mich nicht in Frage. Da gab es Chor. Hätte aber bestimmt Spaß gemacht. Ja, da gab es dann Chor und es gab unter anderem ein Studio Poesie. Da sollte man Gedichte rezitieren. Da habe ich gedacht, naja, das werde ich ja wohl können, weil ich der irrigen Annahme war, die Meldung zu so einem Ensemble würde sich positiv auf die Immatrikulation auswirken. Das tat es natürlich nicht,
Also aber trotzdem, und nun hatte ich eine Kommilitonin, die hatte sich auch dafür beworben. So, als ich nun da war, habe ich gedacht, was willst du da noch hingehen, ist ja jetzt egal. Aber Strebe hat gesagt, nee, komm, da gehen wir hin. Wir gehen da jetzt, oh, wir gehen da hin, na bitteschön, gehen wir halt da hin. Ja, was soll ich denn erzählen? Da habe ich gesagt, ich weiß gar nichts. Naja, und da fand ich irgendwo in dem Internat so ein kleines Büchlein vom Kästner. Ich habe gesagt, na, bitte so ein Gedicht kannst du ja sagen. Habe ich die Menschwerdung des Affen aufgesagt. Eins haben die Kerls auf den Bäumen gehockt und so weiter. Ja, das hat insgesamt gefallen. Dann hat man mich dort aufgenommen. Und dann hat man gleich gesagt, ach ja, wir hätten auch noch eine Rolle für dich im poetischen Theater dort. Da habe ich gesagt, gut, mache ich auch. Dann habe ich eine Kaderleiterin in den Kippern von Volker Braun gespielt. Ach, die ist wohl ein bisschen lustig geraten, wie auch immer. Daraufhin haben die Akademiker gesagt, willst du mal zu uns kommen? Und ich gebe zu, da war es zum ersten Mal nicht so ganz einerlei, weil die hatten als Studentenkabarett da natürlich schon einen ziemlichen Namen. Ja, da musste ich mich schon ein bisschen am Riemen reißen. Aber sie haben mich dann auch genommen und so kam ich zum Kabarett. Das war ja im Großen und Ganzen ein selbstständiges Arbeiten, sage ich jetzt einfach mal. Weil, naja, du bist ja trotzdem als Person auf der Bühne. Vermute ich einfach mal. Und du warst ja auch freie Journalistin, also du hattest auch keinen Chef, wenn du so willst. Ja, das war natürlich dann, nachdem ich fertig war mit dem Studium. Mhm. Ja, also sagen wir mal so, ich hatte mir vorgenommen, wenn ich mit dem Studium fertig bin, gehe ich wieder zurück zur Ostsee-Zeitung und dann gehe ich in irgendeine Lokalredaktion, weil immer nach dem Motto, lieber der Erste in Rom als der Zweite in Paris. Da bist du dann in so einer Lokalredaktion, meinetwegen Bad Doberan oder so, na, da bist du noch eine Persönlichkeit. Das kannst du machen und da hast du ein nettes Leben. So, nun war ich aber bei den Akademikern und sollte und wollte da auch eigentlich bleiben. So, und dann, ja, was mache ich jetzt? Ja, da muss ich also in Leipzig was machen. Was hat man mir angeboten? Verlag für die Frau. Oh, ich dachte, nee, Verlag für die Frau, so Kommata im großen Backbuch, das ist nichts für mich. Und dann gab es noch die Kulturinformation und Dokumentation der Stadt Leipzig. Die wollte eine neue Publikation herausbringen. Die Publikation gibt es heute noch nicht. Und das war dann genauso wenig was für mich. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich eben freischaffend. Das war nicht einfach in der DDR. Aber habe ich dann gemacht und habe was geschrieben fürs Magazin oder für ADN. Und ADN hat mir dann irgendwie den Rest gegeben. Und ich gesagt, das ist ja auch nun nix. Ach, da schreibst du was. Fährst also vormittags zur Einweihung von der Schule. So, dann muss das mittags um 12, muss das über einen Fernschreiber, ne? Muss das jetzt rausgehen. Gut, jetzt kommst du um 10 wieder in die Redaktion, ja, schreibst du deine Nachricht. Ja gut, was machst du? Gehst rüber ins Archiv, guckst mal nach unter V, wie Volksbildung oder unter wie Schule, schreibst du das ab. Ja, was hast du denn da gekonnt? Da hast du gar nicht gekonnt. So, naja, und da kam mir dann natürlich das Angebot dann aus Gera gerade recht. So. Da wollte ich drauf kommen jetzt gerade. Die besten Geschäfte werden in der Kneipe gemacht, sagt man heute. Und das Angebot nach Gera gab es in der Kneipe. Das gab es in der Kneipe. Das gab es in der Pfeffermühlenkneipe. Und das war so, dass nach unserer Vorstellung kam ein Kommilitone und sagte, du sollst mal in die Pfeffermühlenkneipe kommen, da will dich einer engagieren. Ich sage, dann hast du noch so ein Ding. Doch, geh mal. Gut, da Kneipe gehen war damals auch beliebtes Hobby. Also gehe ich mal hin und tatsächlich. Da saß also der Gera, Direktor, und sagte, ja, er könnte mich gebrauchen. Ja, dann war noch nicht ganz ernst zu nehmen. Und dann kam er wieder mit seinem Dramaturgen und erzählte mir und habe ich gesagt, na gut, okay, mache ich, komme ich. Und denn da waren die, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber da, die Akademiker, die waren ja noch Studentenkabarett, die waren ja noch Amateure. Aber hier bestand ja die Chance, jetzt Profi zu werden. Da warst du aber noch freier Journalist zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber kam ich dann hier nach Gera als angestellter Kabarettist. Ich muss das jetzt mal ablesen, ich will dich einfach mal zitieren. Gera, die Stadt ganz weit im Süden, ja. Irgendwo im Wald. Ja.
Kanntest du diese Nein, Stadt? Kannte Hast du ich irgendwas nicht. mal Ich davon kannte gehört? Gera nicht. Ich kannte Gera überhaupt nicht, hatte auch nichts davon gehört. Und überraschend, deswegen kam ich zu der Aussage, war für mich, als ich mir von Leipzig die Fahrkarte nach Gera gekauft habe, Fahrkarten waren ja zu DDR-Zeiten sowieso nicht sehr teuer. Aber da stand ich dann am Bahnhof und dann wollten die von mir 8 DDR-Mark für eine Fahrkarte von Leipzig nach Gera. Und ich war es gewöhnt, von Leipzig nach Rostock zu fahren. Und das hat aber über 50 D-Mark gekostet. Ne? 50 Noch, DDR-Mark. Ne? Mhm. So, und jetzt wollten die von mir 8 Mark. Ich habe gesagt, na, wo ist denn das? Das muss ja um die Ecke sein. Das kann ja nicht weit weg sein. Ja, und dann habe ich schon gestaunt. Und dann kam ich in Gera an. Und nun als Fischkopf, ja, die Ebenen gewöhnt, kam ich, bin da vom Bahnhof, wie man sagt, hier hochgelaufen. Kannst du glauben, das war für mich schon ein Berg. Wir hatten uns vor uns schon mal unterhalten, Sport ist für dich Fernsehen. Ja, muss man nicht so. Dann hast du hier in Gera angefangen und dein erstes Stück wurde sofort abgesetzt bzw. verboten. Ja, nun, bitte, 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 das lag aber nicht an mir. Das habe ich ja nicht gesagt. Also da, wo du mitgespielt hast. Ich glaube, das war so Schallerz heraus, ne, war's. Und das war, also sollte ein Stück werden, nur mit Szenen des damals doch recht bekannten und berühmten Autoren der Herkuleskeule mit dem Schaller. So, ich weiß, Vorname habe ich vergessen. Und Wolfgang. Wolfgang Schaller, genau. Und ja, da wurde probiert und probiert, aber irgendwas. Ich meine, seien wir noch mal ganz ehrlich. Es sind etliche Stücke verboten worden, ja. Aber es sind auch nicht alle Stücke, die verboten wurden, waren wirklich gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab in der Zeit auch mal Stücke, da war ich ganz froh, dass die verboten wurden. Weil das so eine gequirlte Scheiße war, also. Der Schaller war nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Was da eigentlich, da war ich noch neu, was da so letztendlich schief lief, aber Spaß gemacht hat es nicht. Es war ja auch nicht zu erklären, dass manche Stücke in Leipzig gespielt werden durften oder in Dresden und in Gera wieder nicht. Ja, da gab es ein gutes Beispiel, das hieß, unsere Klaviere sind blau. So, und die, das durfte in Potsdam gespielt werden, aber hier nicht. So, ich denke mal, weiß es nicht. Es lag ein bisschen an der Zeitverschiebung. Denn in der DDR-Zeit war das ja so, es wechselten ja auch immer mal die Maßstäbe. Also mal durfte ein bisschen mehr gesagt werden, mal durfte ein bisschen weniger gesagt werden. Und das konnte sich schon mal innerhalb eines halben Jahres ändern. So, also zum Beispiel, wir hatten ein Stück, das hieß Reußens Gloria. Reußen, genau. Reußen sind ja die angestammte Fürstenfamilie in Gera. Und das war zur, wie war sie, 650 Jahre hatten wir, ne? Zur 650-Jahr-Feier. Und die Berliner hatten ja auch die 650-Jahr-Feier. Und die hatten nun eben demzufolge ihr Preußens Gloria. Und dann haben wir Reußens Gloria rausgeholt. Und das begann mit den Worten: Die Mauer muss weg. So, das ist aber zu den Zeiten, als wir das gemacht haben, also 650 Jahre, da war das machbar. Da war das möglich. So, nun war das Stück einmal genehmigt und war auf dem Spielplan. Und als wir es dann 89 gemacht haben, hatten wir ein top aktuelles Stück. Aber es wäre nie und nimmer zu dem Zeitpunkt genehmigt worden. Also, das war immer so, ließ sich nicht so ganz feststellen, was durfte jetzt gesagt werden, was durfte gerade mal nicht gesagt werden. Also zum Beispiel, ach nee, das erzähle ich später. Mach mal nachher. Dann habt ihr irgendwann mal ein Stück gespielt von Wolfgang Schaller, ja, genau. So Schallert's heraus. Das habt ihr über 3 Jahre gespielt. Nee. Habt ihr 3 Jahre gespielt? Haben wir 3 Jahre gespielt, aber dann war das was furchtbare Arbeit gemacht. Ja, ist so eine Spieldauer, ist das heute überhaupt noch möglich? 3 Jahre ist doch eine ganz schön lange Zeit. Ja. Ja, haben wir gespielt, spielen wir teilweise auch heute noch, weil im Moment gibt es ja nicht diese politische Aktualität. Die verkneifen wir uns ja absichtlich, weil es ja sich so schnell irgendwas ändert. Zum Beispiel im Sommer haben wir immer in der Corona-Zeit, jetzt natürlich nicht, da hatten wir dann
Und am Rathaus brennt noch Licht. Wir hatten es auch im Hofgut-Kabarett unterm Schloss. Und das hat sich dann immer nur mit Gera beschäftigt, also mit der Lokalpolitik. So, das haben wir nie länger als 6 Wochen gespielt. Weil es gibt natürlich genügend Sachen, die sind der Dauerbrenner und ständig kannst du da immer wieder kritisieren. Aber du kannst, wenn du Pech hast, dann wechselt irgendwo mal wieder die Personalie oder so. Ja, und dann schmeißt du das weg. Also richtest du dich mal lieber gleich drauf ein. 6 Wochen reicht. So, und so wäre das jetzt mit anderen, die sich mit der großen Politik beschäftigen, auch. Und deswegen haben wir, aber große Politik ist sowieso nicht unser Ding. Wir beschäftigen uns ja eigentlich mehr mit den Auswirkungen der großen Politik jetzt auf den normalen Menschen, auf die Leute. Also so wie jetzt zum Beispiel im nächsten Stück, naja, was da kommt, ist natürlich klar, da geht es um die Energiekrise und, ne? Eva, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit dem Ehrenbürger von der Stadt Hamburg, Udo Lindenberg, dass deine Wohnadresse Interhotel Gera mal hieß? Naja, was war? Also man hat mich hier engagiert mit dem Versprechen, war zu DDR-Zeiten nicht immer einfach eine Wohnung zu bekommen, aber man hat mir eine Wohnung zugesagt und dann kam ich hierher, weit und breit natürlich keine Wohnung. Und dann kam ich mit meinem Koffer an zur Vorstellung und dann hat man mir gnädigerweise vielleicht gesagt, also die Pension oder die Pension ist es heute und hier ist es dort das möblierte Zimmer. Ja, das war natürlich nur kein rechter Zustand. Ja, und dann bin ich zum Direktor der Konzert- und Gastspieldirektion gegangen, weil dazu gehörten wir, also in der staatlichen Hierarchie. Und habe mich mal vorgestellt, habe ich gesagt, so bin ich und bin der und der und mache das und das. Wusste der sowieso nicht, hatte der eh keine Ahnung von. Und würde gerne, dass man das Versprechen einlöst und mir. Da hat er gesagt, ja, das tut mir jetzt leid, ich kann mir auch keine Wohnung aus den Rippen schneiden. So, ganz abgesehen davon, dass ich darauf gedacht habe, ihr könnt mich alle mal und gekündigt habe. Mit der Kündigung wurde das dann ja nichts. Und dann war natürlich klar, es einfacher war, eine Wohnung zu besorgen in diesen Zeiten. Also war es natürlich erheblich einfacher, immer unter irgendeinen Scheck seine Unterschrift zu setzen und gut war. So, also habe ich da 2 Jahre im Interhotel gewohnt. Aus der Kündigung wurde nichts, weil mittlerweile die staatliche Leitung, in dem Falle war es unsere Übergruppe, wir gehörten, unterstanden auch nie der Bezirksleitung der Partei, wir unterstanden immer dem Rat des Bezirkes. Dort jemand saß, der gesagt hat, Moment mal, hier zum Routine, so geht das nicht. Du kannst die Frau jetzt nicht einfach gehen lassen. Jetzt sei froh, dass du schon mal eine hast, da musst du drauf aufpassen. Naja, und dann wurde denn, ich hatte mich in Magdeburg übrigens beworben. Ja, es steht auf meinem Zettel. In Magdeburg beworben und war auch schon angenommen, hatte auch schon einen Vertrag unterschrieben. Und ich gesagt, na bitte, dann müsste ich bleiben. Aber Wohnung, ja, konnte ich auch nur gleich noch ein paar Geldforderungen stellen und so weiter. Ja, aber irgendwie, also die Sache mit dem Scheck und dem Interhotel. 2 Jahre, Zimmer 415. Und Bar, habe ich gelesen. Was? Und die Bar, Interhotel. Ja, das ist klar. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus da reingegangen und genauso arm wieder rausgekommen, weil ich mein ganzes Geld, wie man so sagt, verfressen und versoffen habe. Zu dieser Zeit entstand die legendäre Erna. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also ich kam hier an. Als ich kam, ging der Gerd Weidner, das war eigentlich der Gründungsvater dieses Kabaretts, der hatte das damals aus Wittenberg mitgebracht und der ging. So, der ging aber nicht meinetwegen, ja, bitteschön, der ging sowieso. Und der hatte an der Stelle, hier an der die Erna dann stand, hatte der immer eine sogenannte Gersche Fettkusche. Und das war immer eine Figur, die hat sich also mit den Problemen der Stadt beschäftigt. So, und jetzt kam ich, Gerd Weidner war weg. Wer sollte jetzt diese Stelle übernehmen? Also kam Routin, Direktor, sagte, so, Fastenau, du schreibst jetzt mal hier das Stück. Was soll ich da schreiben? Erstmal kann ich gar kein Dialekt. Ich kann das nicht, ich bin keine Gersche Fettkusche. Wie soll das gehen? Naja, aber na, dann denk dir was aus, du hast Journalistik studiert, du wirst das wohl können. Naja, und dann saß ich in diesem Hotelzimmer,
Bleistifte angekaut. Und ich weiß noch, dann saß ich, war ja klein, die Bude. Und dann saß ich an dem Schreibtisch und hatte diese weiße Wand vor mir. Ja, und dann saß ich da. Und dann musste ich nur anfangen zu denken. Habe ich das mal gemacht. Ja. Und dann ist sie so entstanden. Da habe ich gesagt, ja, was soll ich, kann das nicht. Ich habe nur einen Dialekt, das ist der Fischkopf-Dialekt. Also muss ich Fischkopf machen. Wenn ich Fischkopf-Dialekt rede, muss ich Fischkopf sein. Naja, und so ist es entstanden. Das heißt also, die erste Erna war keine Gersche, das war ein Fischkopf. Ja, der ganze Erna ist immer zu ein Fischkopf. Aber heute nicht mehr. Heute ist, du bist doch die gerschste Fettgusche, die ich überhaupt kenne. Ja, aber als Erna doch nicht. Okay. Erna bin ich keine Fettgusche, da bin ich immer die Erna, ne? So, und du weißt ja auch genau, Erna hat ja auch kein R. Hat kein R drin. Alle Fischkopfworte, Mörder zum Beispiel, ist auch kein R drin. Erna ist kein R drin. Fischkopf. Zu, noch ein ganz anderes Thema, liebe Eva. Tisch 15, der legendäre Tisch 15 hinter uns. Was hat es damit auf sich? Also ich will mal so sagen, man hat eigentlich den Tisch 15 nur ganz selten gemerkt. Gemerkt hast du ihn nicht, weil man konnte gar nicht bis da hinten hingucken. Du hast ihn dann nur gemerkt, wenn hinterher irgendwelche Reaktionen kamen. Meistens, wenn du zum Direktor musstest und irgendwie einen Reformant oder einen Anschiss kriegtest. Zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel, war mal eine Situation, da haben wir das Parteitagsklatschen, weißt du, das war doch denn, warte mal, wie war denn das, haben die nicht immer so geklatscht, ne? So, dann haben wir das auf der Bühne auch gemacht, da fühlten sie sich veräppelt, nächsten Tag, fast genau, was war das? So, das wird gefälligst unterbleiben. Dann weißt du genau, der Direktor war ja nicht da zum Abend, hat er nicht gesehen, dann weißt du genau, da war einer von 15, dem hat das nicht gepasst, der hat gepetzt. So, ja, und ob das nun immer Stasi-Funktionäre waren, wo die immer her waren, was weiß denn ich. Auf jeden Fall waren es immer Typen, die was zu sagen hatten. Kommen wir mal auf eine Kollegin von dir, die Gisela Hinselmann. Gisela Hinselmann. Die hattest du ja, wo du hier nach Gera gekommen bist, dann gleich kennengelernt, weil sie war ja im Betriebsrat, hätte ich heute gesagt, ja, sondern die war damals... Gisela Hinselmann war unser Gewerkschaftsmädel. So, und das hat die auch gut gemacht. Die hat zu jedem Geburtstag und zu allen persönlichen Jubiläen hat die immer Geld eingesammelt und hat Blumensträuße gekauft und so weiter. Hat diese fantastisch gemacht, wunderbar. So, ansonsten war sie noch Gewerkschafts-, wie hieß das, Vertrauensmann oder so, war auch alles sehr, sehr schön. So, Gisela Hinselmann, ja, das erste Mal hörte ich von ihr. Ich hörte, als ich hier vorgesprochen habe, das musste man ja noch, habe ich hier irgendwas erzählt, was weiß denn ich. Und dann rausgehen, warten, bis nur was passiert, bis einer was sagt. Und dann habe ich noch gehört, das Einzige, was ich von gehört habe überhaupt, von dem, was sie hier erzählt haben, war, naja, zumindest weiß sie ja, was sie spricht. Na, das war ja schon nicht schlecht, aber das, ob das nur ausschlaggebend war für das Engagement, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mit der Gisela Hinselmann bis 2 Jahre vor ihrem Tod, so lange hat sie ja hier, ist sie hier im Ensemble gewesen, haben wir dann die ganzen Jahre zusammen gespielt. Wir haben die Eierlikörhausfrauen erfunden und ich denke mal sagen, wir waren das dienstälteste weibliche Kabarettduo überhaupt in der ganzen DDR. Weil es war ja so, jedes Kabarett hatte meistens immer 2 Frauen. Meistens hatten sie 4 Männer, 2 Frauen. Früher. So. Und das waren wir so und das war ganz okay. Und die Frauen waren immer bis zur Rente da, habe ich auch gelesen. Ja. Die halteten durch, bis sie irgendwann ja. mal... Ja, klar. War für dich, Gisela, mehr wie nur eine Kollegin? Naja, nach so vielen Jahren lässt sich das gar nicht vermeiden. Ja, also das war schon okay. Ja, ja. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren und so eine Sachen haben wir schon veranstaltet. Ja, ja. Jetzt kam irgendwann mal die Wendezeit. Bis dahin ist ja eigentlich alles in ordentlichen Bahnen hier im Fettnäpfchen gelaufen. Das war doch dann die ganz verrückte Zeit. Vorher standen die Leute an, haben auf Monate, auf halbe Jahre vorher die Karten bestellt und jetzt zur Wendezeit, wie war das dann hier unten im Keller unterm Rathaus? Also die Wendezeit war spannend. Die Wendezeit, ging schon in der, sozusagen in der Vorwendezeit los, das war schon interessant, weil alle Leute wissen wollten, was wollen wir dazu sagen. Sind wir jetzt auch auf dem Ausreisetrip oder nicht? Und es waren schon Leute, die haben einen auf die Schulter gehauen und haben gesagt, schön, dass ihr noch da seid. So, und dann wollten sie alle wissen, was wir zu sagen hatten. Da war der Laden rappelvoll. Dann kam die Wende.
Dann wollten dann kamen die Wessis. Weil jetzt wollten die Wessis ja wissen, was hier passiert, ne? Und ich schätze mal, sie nahmen die Vorstellung so als Bildungsveranstaltung mit unterhaltendem Charakter, meine, sofern man in dem Zusammenhang von Bildung sprechen kann. So, war auch eine ganz wilde Zeit und war der Laden auch schön voll. Die Ossis waren aber weg. Die waren jetzt plötzlich verschwunden, weil die hatten ja jetzt, nachdem das Geld da war und die Grenzen offen waren, hatten die ja was anderes zu tun. Ich darf dich mal kurz unterbrechen, das Verrückte an dabei, du warst Angestellte der Stadtverwaltung. Ja, ja, na klar, waren wir Angestellte der Stadtverwaltung. Also ich meine, wir waren die Hofnarren der Stadt oder der Stadtverwaltung. Wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass das ja nicht so bleiben konnte, ja, ist klar. Also haben wir gesagt, ey, wie lange soll das gehen? Ich meine, wir hatten uns vorher zugegebenermaßen, nachdem wir ja wir gehörten zur Konzert- und Gastspieldirektion, also das war so Rat des Bezirkes, Konzert- und Gastspieldirektion, wir gehörten dazu. Wir hatten uns zugegebenermaßen schon mal vorher bemüht, dass wir zur Stadt kommen. Weil das war schon eine gesicherte Existenz zu DDR-Zeiten. Das war auch erheblich mehr Geld als dort. Also, aber jetzt saßen wir da und jetzt waren wir Angestellte der Stadtverwaltung, also sprich Hofnarren des Systems. Und da war völlig klar, das wird nicht gut gehen auf die Dauer. Also habe ich damals mit meinem damaligen Direktor, meinem ehemaligen Kommilitonen Jörg Sobiela, haben wir uns ein Konzept erarbeitet, falls es dann zum Äußersten kommt. Was machen wir? Kommt es zur Privatisierung? Was wird? Wie machen wir das? So, das haben wir natürlich aber nicht vorgezeigt. Das haben wir schön in der Schublade verschwinden lassen. Wir haben gesagt, wir werden doch jetzt nicht losrennen und werden jetzt hier unser Leben verschlechtern oder beenden oder was auch immer. Ja, und dann haben wir so weitergemacht eine ganze Weile. Und das war natürlich aber eine schöne Zeit, weil die älteren Kollegen, die haben sich zum Theater verabschiedet. Leinhus, Routine, die hatten gleich 89, hatte aber gar nichts mit der Wende unbedingt zu tun, glaube ich. Die wollten sowieso wieder zurück. Und da sind wir übrig geblieben als jüngere Truppe und hatten eine wahnsinnig kreative Zeit, weil ja auch dauernd was passierte. Also das Extremste war, wir haben die Texte nachts geschrieben, morgens probiert, abends konntest du wegschmeißen. Ne? So, also das war schon interessant. Naja, so. Und nun die Geschichte mit der Privatisierung. Genau. Also wir hatten das Ding in der Schublade, hat uns nicht interessiert. Und dann eines Tages klingelte zu Hause das Telefon, man hatte schon ein Telefon, ja. So. Und da war gerade der Stadt war dran und man bat mich dann mal, ich möchte mal kommen und möchte mal dem neuen Pächter des Ratskellers, dem Prinzen zu Isenburg und Bödingen. Ja, ich muss ehrlich sagen, etwas respektlos habe ich dann immer hinter dem B von Bödingen ein L gesetzt. So, ja, ich möchte ihm also den Keller zeigen. Und dann lief er hier mit seinem Architekten rum, befühlten, beklopften, begutachten. Ja, und ich durfte ihn immer hinterherlaufen irgendwie. Naja, so, hatte man uns gesagt, man könne sich eine gewisse Zusammenarbeit vorstellen. Ja, wie sollte diese gewisse Zusammenarbeit aussehen? War ja völlig klar zu der Zeit. Also, kaum dass sie raus waren, habe ich einen Telefonhörer in die Hand genommen und habe gesagt, so, wenn ihr uns schon loswerden wollt, aber bitte nicht auf diese Art und Weise. Ich habe mein Konzept aus der Schublade gezogen und habe gesagt, so, dann würden wir uns privatisieren. Dann würde ich das machen. Naja, ich meine, denen war es doch letztendlich wurscht. Hauptsache, sie waren uns los. Das ging dann natürlich alles nicht so einfach. Und da waren, aber es gab doch, muss ich schon sagen, es gab noch damals beim Magistrat hießen die, glaube ich, damals. Ne? Es gab schon noch den einen oder anderen, der wirklich uns wohlgesonnen war, sodass wir das gut über die Bühne gebracht haben. Damals war noch in Amt und Würden der Hans-Jörg Dannenberg oder der Peter Bayer. So, und die haben uns wirklich dabei geholfen und dann haben wir das so ausgehandelt und dann, ja, ich glaube, Frühjahr 91 waren wir privat. Ich war,
Ja, ich habe das gemacht. Ich war, waren wir eine GbR? Nee, Quatsch, wir waren nie GbR. Ne. Wie heißt denn das? Die andere, wenn du alleine. Doch, GbR. Bist. Eine GmbH war dir nicht. Nee, die war eine GbR. Eine GbR waren wir. GbR waren wir. Ja, und dann haben wir so, und dann ging es ja weiter. Ohne dir vorgreifen zu wollen mit deinem Fragen. Ich kämpfe mich dann durch. Eva, ich kämpfe mich dann durch. Dann ging es ja weiter, dann waren wir da, ja. Jetzt wurde es zwischenzeitlich auch schwierig, weil, wie gesagt, die Leute waren, entweder sie waren weg und als sie wiederkamen, waren sie nicht mehr so gut drauf. Als sie wiederkamen, hätte man den Eindruck, naja, sie haben doch das Lachen verloren, weil, tja, Bananen sind gut und schön. Auch Mallorca ist ganz nett, aber was macht man dann hier? Das war so eine Frage von mir. Was ist der Unterschied zwischen dem Programm nach 91 zu dem Programm vor 91? Außer dass Tisch, dass er nicht alles sagen konnte. Was, sag nochmal, also vor der Wende und nach der Wende? Ja. Habt ihr es am Publikum gemerkt oder musstet ihr andere Witze machen oder wurde anders gelacht? Also anders gelacht wurde erstmal sowieso. Weil, ja, ist doch klar, diese ganze Ventilfunktion war weg. Ne, so, jetzt erwartete das Publikum natürlich Witze über die Politiker. Ja, konnte man ja machen, aber wie gesagt, dann kamen wir schnell, dann, ja, was haben die gebracht? Ein Kohlwitz. War lustig, ja, sicherlich. Da gibt es auch noch den schönen Witz vom DDR- und vom Westkabarettisten, wo der Westkabarettist kommt und sagt zum DDR-Kabarettisten, ja, ihr könnt ja gar nichts sagen und ihr sagt ja nur, ihr müsst ja immer das sagen, was die Partei will. Ja, weil wir dagegen, also wir im Westen, ha, wir können alles sagen. Wenn bei uns zum Beispiel, also wenn euch, bei euch sitzt Erich Honecker im Publikum, da könnt ihr ja gar nichts sagen. So, wenn bei uns der Strauß im Publikum sitzt, ha, dann können wir alles sagen. Und wie ist das bei euch? Da sagt der DDR-Kabarettist, na und? Da machen wir trotzdem unsere Witze über den Strauß. Und dann, als nun alles klar war, dann haben wir dann ein Stück gemacht, das hieß Ostzeit-Story. Und das war zum Beispiel so ein Stück, da haben wir unsere Vergangenheit dargestellt, also jetzt ein Kabarettist mit dem Erbe von 4 alten Stühlen und einem kaputten Tonband. Und dann haben wir über unsere Vergangenheit gesprochen, ein Lehrer, Musiker, Taliban und so. Und das haben wir auf die Bühne gebracht und das war, hatte sehr großen Anklang gefunden. Und das war zum Beispiel so eine Bildungsveranstaltung mit unterhaltenem Charakter, die haben wir dann auch. Damit sind wir im Westen 3 Jahre rumgefahren, war ein großer Erfolg. So, das war, da konnte man eben was machen. Da kamst du, aber kamst du genauso bei den Ossis wie bei den Westis gut an. So, das war zum Beispiel ein Unterschied, ein großer Unterschied. Aber das war ja jetzt auch selber gemacht. Während die Szenen und Texte vorher, die haben wir ja nichts mit zu tun gehabt. Wir waren ja ein institutionalisiertes Unternehmen, da gab es ein Autoren, da gab es einen Direktor, da gab es einen Regisseur, da gab es einen Parteisekretär, da gab es einen Regieassistenten, die haben das alles gemacht. Dann hast du dein Buch gekriegt, dann musstest du lernen und dann hast du es auf die Bühne gebracht, so wie es der Regisseur wollte. Das war ja nur eigentlich alles in der Arbeitsweise, hatte sich das ja nur alles erlebt, überlebt und erledigt. Wir haben selber geschrieben, wir haben uns selber inszeniert, wir haben gesagt, was wir wollten. So, und das war zum Beispiel, dann kam noch Trennzeichen D. Das war auch ein großes Erfolgsstück. Da hatten wir einen Wessi. Das war schon ein tolles Exemplar. Der musste nur sich selber spielen. Hat er auch ganz erfolgreich gemacht. War auch ein großes Erfolgsstück. Ich möchte trotzdem noch mal einen Sprung zurück machen, weil du ihn genannt hattest, jetzt ein Honigerwitz. Der hat ja doch eigentlich mal die Karriere gerettet. Ne? Also eigentlich hat er dir den Arsch gerettet, der Erich. Ne? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen, weil dem hast du gefallen und unserem ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung, dem bist du auf die Füße getreten. Oder war das, wie war das? Auf die Füße getreten, ja, ich weiß es auch selber nicht so genau, was da war. Also, die Geschichte geht folgendermaßen. Der Genosse Ziegenhahn gedacht, na, gucke einer an, der hatte ja von unserer Existenz eigentlich so gut, glaube ich, so gut wie keine Ahnung. Gucke einer an, das hätte er ja auch gerne zu seinem Pressefest-Cocktail. Und nun musste ich eine neue Erna schreiben für ihn und sollte damit zum Pressefest-Cocktail spielen.
Naja, ich muss euch nicht erzählen, was da alles drumrum war mit Schreiben und nochmal Schreiben und wieder streichen und so, vergiss es. So, ja, und ich mache das, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das bei ihm oben war, ist aber auch wurscht. Und wahrscheinlich, ich denke mal, weil ja alles genehmigt, und wahrscheinlich habe ich dann durch Zeitung verteilen, ja hier, ich schätze, ich habe zu ihm gesagt, so, Klosse Zwinger, haben Sie auch mal eine Zeitung, damit Sie auch wissen, was in Ihrem Bezirk los ist. Das muss der Satz gewesen sein. Ja, jedenfalls war es dann so, damit war ich in Ungnade gefallen und von der Konzert- und Gastspieldirektion wurden mir alle Mucken und so weiter. Ich hier war noch okay, aber weiter mit draußen rumtingeln und so, das war nicht mehr. Na ja gut, da war es nicht mehr, bitteschön, da war es eben nicht mehr. Und dann kam Honecker nach Gera. So. Und jetzt muss das so gewesen sein, dass jetzt die Protokollstrecke, die den ZK-Besuch organisiert hatten, die von den Querelen logischerweise ja gar nicht wussten, woher sollten die das wissen, die haben jetzt auch den Honecker-Besuch organisiert und es musste wieder die Erna her. Ich habe mal gefragt, ob man es ablehnen könnte. Da bekam ich nur ein mitleidiges Lächeln. So, also ging der ganze Zirkus wieder von vorne los. Schreiben, neu ändern, wieder und was und wo. Und dann Honecker. Und dann war es soweit, das war Vormittag. Und das war oben mit Ziegenhans Datsche. Und da saßen sie dann alle im U. Und in der Mitte saß der Honecker. So, und ich komme rein. Und da fing ich an. Und dann kommt die erste Pointe. 21. 22, alle Köpfe rum zum Erich und Erich hat gelacht. Und dann ging die Erna dann über die Bühne locker, flockig mit der entsprechenden Resonanz. Sie waren lustig, es hat ihnen gefallen, sie waren fröhlich. So war das damals. Und das war's. Und damit war ich rehabilitiert. Und dann durftest du auch zu DDR-Zeiten auf Tournee gehen. Und das ist das nächste Stichwort für mich, Tournee. Nach der Wende, habe ich gehört, wart ihr auch in Bayern unterwegs und habt das schöne Stück Ostseite-Story spielen wollen. Und ihr habt die Musik vergessen. Ja, da kommt nicht wir. Also der Techniker hat die Musik vergessen. Ihr habt euch dämlich angestellt. Ja. So, und dann haben wir mal Musik vergessen. Das war in Heidelberg. Jetzt wie kriegst du, kommst du vor der Vorstellung aus Gera die Musik nach Heidelberg? Nochmal fahren? Mm-mm. So, dann haben wir hier waren ja die Kollegen, haben wir hier abends gespielt. Dann haben wir hier angerufen. Und dann hatten wir die verrücktesten Ideen. Haben wir gesagt, ja, wenn wir jetzt in Heidelberg den Anrufbeantworter anmachen, dann müsste das doch gehen. Da haben wir hier, da haben die hier die ganzen Boxen alles vors Telefon, es gab ja noch kein Handy, gab ja alles gar nicht, geschoben. Dann haben die Musik angemacht. Ein doofer Anrufbeantworter schaltet sich aber nach ein paar Minuten aus. Also was war? Also keine. Was haben wir denn? Ach so, dann haben wir das übers Telefon versucht. Dann haben wir Telefon, wieder Boxen ans Telefon, ganze Musik abgespielt. Dann und auf Kassette aufgenommen in Heidelberg, dann war sie erstmal da. Natürlich mit Flugzeugen, mit Hundegebellen, mit Türenklappen und allem drum und dran. So, man konnte es erkennen, was es war. Es war natürlich bekannt, weil es war die Musik aus der Westside-Story. Das haben wir dazu gesungen, haben wir dafür gespielt. Das war so peinlich. Oh, Hilfe. Aber wir haben die Vorstellung absolviert. Und dann kommt der Obergag, dass dann, als wir dann mit den Leuten sprachen, mit den Gästen, haben wir gesagt, ja, und die Musik, das war ja das Beste. Das war, hä? Ja, wirklich. Die klang so typisch DDR. Die klang richtig wie so ein alter Volksempfänger. Jetzt kam nun die Zeit, wo ihr dann diese Tournees im Westen, sage ich jetzt mal, aufgehört habt. Und hier 70 Plätze, das wurde zu eng. Es wurden einfach zu wenig, weil ihr müsstet ja davon leben. Naja, wir mussten davon leben und wir waren einfach zu viele Leute. Das, was ich vorhin schon angedeutet habe, wir hatten ja, was wir alles für Leute hatten, die eigentlich gar nicht mehr zu tun hatten. Ja, aber man wollte ja nun auch einigermaßen sozial sein. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir? Entweder wir verkleinern uns, dann sind wir weniger Leute, oder wir müssen uns vergrößern. Ja, damals habe ich mich für vergrößern entschieden. Und dann haben wir dieses Kapellendorf ausfindig gemacht.
anderes Einzugsgebiet, alle Stücke noch mal spielen. Ja, und dann haben wir das, war schwierig, die Finanzierung hinzukriegen, aber hat letztendlich alles geklappt. Und dann haben wir 25 Jahre lang unsere zweite Spielstätte in Kapellendorf gehabt, zwischen Jena und Weimar. Ja, jetzt existiert sie nicht mehr als unsere Spielstätte, denn ich glaube, ich hätte sie nach Corona auch nicht wieder ins Laufen gebracht. Also das wäre mir zu anstrengend. Wir haben Glück gehabt, dass wir es anderweitig, dass es anderweitige Bestimmung gefunden hat. Das ist jetzt sowas Ähnliches, eine Event-Location. Also ist schon okay. Das war 95, wo ja Kapellendorf, wo du Kapellendorf gekauft hast. Du bist. Na komm, gekauft habe ich viel früher. Aber versuch. 2 Jahre, ja. Versuch erstmal als alleinstehende Frau, Ossi-Frau, eine Finanzierung zu kriegen, eine Hilfe. Noch. Das wollte ich dich jetzt fragen. Gelernte Journalistin, die als Kabarettistin jetzt jahrelang unterwegs war und jetzt solltest du im Bau leiten. Wie hast du das gemacht? Das ist. Also mal ganz ehrlich, es war für mich alles kein Problem. Also im Bau leiten, da musst du mit den Kerlen fertig werden. Okay. Und mit Kerlen fertig werden konnte ich. Das habe ich im Hafen gelernt. Als Ladungskontrolleur musste ich einem Gang von 12 Leuten sagen, was sie zu tun haben. Das war schon rechtschaffen kompliziert. Da lernst du, wie das funktioniert. So. Ja, ansonsten mit einigermaßen gesundem Menschenverstand hat das schon funktioniert. Ich habe ja alles Mögliche, was ich gemacht habe. Ja, das habe ja alles, was ich gemacht habe, habe ich gemacht. Ich habe es gemacht, weil. Das ist, ja, so bin ich erzogen worden, so war das aber damals auch im Osten. Es war zu tun und zu machen, was zu machen war. Du konntest nicht nachfragen. Denkst du, mich hat mal jemals einer gefragt, in welche Schule ich gehen will? Ich hatte in die Schule zu gehen, wo der Arbeitsplatz meiner Mutter war. So, ich bin mit 14 ins Internat gegangen und da bin ich geblieben. Also, bis ich dann mal irgendwann selbstständig war. Und ja, und dann habe ich, was ich gemacht habe, wie gesagt, ich habe mir die Journalistik selber gesucht. Ich habe mir das alles, weil ich gedacht habe, was wäre was, habe mir das alles selber gesucht und habe das so gemacht. Und wenn Routine nicht gekommen wäre, wer weiß, was da gewesen wäre. Also ich habe eigentlich auch nie in meinem Leben gesagt, oh, das möchte und diese Vorstellung haben und das müsst du mal werden und oh ja, nö. Aber hast du zu dieser Zeit noch ruhig geschlafen? Ich kann es ja mal sagen, eine 7-stellige Summe hast du aufbringen müssen. Naja, wird man doch kriegen. Wird doch irgendwie gehen. Musst du nur machen. Du musst nur, was du anfängst, musst du kontinuierlich zu Ende bringen. Feierabend. Alles also da habe ich, dazu bin ich, ja, dazu habe ich auch ein viel zu dickes Fell. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hast du übrigens, war so eine Frage von mir, hast du Probleme mit Chefs? Bist du lieber selber Chef? Ob ich lieber selber Chef bin, das kann ich nicht so beantworten. Aber ich habe ein Problem mit Dusseligkeit. Und naja, und nicht jeder Chef ist davor gefeit. Oh, schön. Schön. Danke. Danke, Eva. Habe ich auch schon kennengelernt. Also. Anderes Thema. Ab 2002 gab es dann die legendären Weihnachtsmänner als Programm. Hm. Aus der Not heraus geboren oder? Nö. Immer nur. Man muss sich immer was einfallen und ausdenken und wenn es einem einfällt und wenn das gerade, das ist wieder so eine Sache. Wenn es dir gerade einfällt und wenn du denkst, du könntest das machen, ja, dann musst du es machen. Also die habe ich schon so oft gesehen, ja. Es ist gar nicht die so wird's einfach. Die wird es immer weitergeben. Wird es immer weitergeben. Das nächste Programm heißt zum Beispiel Advent, das Christkind pennt. So, jetzt wird es mal nicht dass, zwei Weihnachtsmänner, sondern Weihnachtsmann und Christkind geben. Und die werden sich darüber streiten müssen, dass der Weihnachtsmann zum Christkind sagt, du kannst ja jetzt mal auch mal was machen. Du, früher war das deine Aufgabe, die Leute zu beschenken. Und da sagt das Christkind, ja, wieso, das hast du doch jetzt übernommen. Von mir will doch gar keiner mehr was. Du bringst doch die Spielekonsolen, die Fernseher und. Ne? Was hat, und das Christkind sagt, ja. Und ich hab, was habe ich gebracht damals? Das will doch gar keiner mehr. Ich habe Nüsse und Äpfel und sowas. Tja, da sagt der Weihnachtsmann, und weißt du was? Genau das wirst du diesen Weihnachten wiederbringen müssen. Weil Spielekonsolen,
Fernseher, da kann sich keiner leisten mehr. Jetzt wollen wir wieder Nüsse und Äpfel. Das ist so eine Sache, der können sich jetzt die Zuschauer in Zukunft freuen. Ab 2007 konnten sich die Gäste unserer Bundesgartenschau auf dich freuen und das oft genug im Hofgut. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, das war, Hofgut ist legendär. Also wie war das wieder? Da war auch wieder so eine Sache. Ich habe damals gesagt, als ich Kapellendorf gemacht habe, ja, es war völlig klar, das war kurz nach der Wende, da kann man sich sowas noch trauen. Mal hat jeder noch gedacht, ah ja, es geht ja aufwärts, es geht ja weiter. So, jetzt kommt Hofgut nach der Buga und ich weiß der Teufel, wer auf die Idee kam. Gesagt, na Fastenau, das könntest du auch machen. Da kannst du mit deinem Kabarett hin und sagen, oh, pff, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, könnte ich das machen. Ja, na ja, gut, dann habe ich drüber nachgedacht, ja, okay, das mache ich. Jetzt, damals hatten wir noch Vornehmen als Bürgermeister, der war ja nun etwas kulturinteressierter als alle anderen vor ihm und nach ihm. Und der hatte ja auch die Idee mit dem Kunsthaus und hat ja auch die M1 mit Winne und so und bis zum Schloss. Er wollte ja nun was machen. So, also gut, habe ich gesagt, mach mal. Ja, dann auch wieder so eine Sache. Ja, dann machen wir eben. Nochmal, kurz zu sprechen. Ihr habt während der Buga jeden Tag gespielt, ne? Dort haben wir schon gespielt. Jeden Tag. Und es waren immer 1,5 Millionen Besucher zur Buga. Die waren natürlich nicht alle bei uns. Aber ein großer Teil. Weil so. Ich war zu der Zeit auch bei der Buga. Ich weiß, dass die Leute auch oft gekommen sind, nur wegen euch. Zumindest Dauerkartenbesucher, na sicher. So, naja gut, jedenfalls haben wir das dann gemacht. So, da haben wir also dort eine Gastronomie gemacht, da haben wir Kabarett gespielt. So, naja, und das war auch eigentlich, es war eine Schweinearbeit, das muss ich schon sagen. Wir hatten auf Hochzeiten, Firmenfeiern, war alles, war toll, war wirklich toll. Aber für jede Hochzeit, ich habe mindestens 12 bis 14 Stunden gebraucht, um ein Angebot fertig zu kriegen. Dann hinterher von der ganzen Arbeit mal ganz zu schweigen. Also es war eine Schweinearbeit, aber es war auch schön. So, dann haben wir gespielt, manchmal haben wir zu Firmen, dann sind wir vom Veranstaltungsraum, sind wir dann ins Restaurant, weil wir da noch gespielt haben. Das hatte ich gehofft, dass so diese Verbindung klappen könnte. Tja, naja, was soll ich sagen? Das ist eine unendliche Geschichte. Also die Idee kam während der Buga, dass ihr das dort als Spielstätte nutzt. So. Und es ging so lange gut, weil es ja so war, dass was die Buga, das Hofgut wurde, war ja mit Fördermitteln gebaut und es war ja so geregelt, dass alles, was mit Fördermitteln gebaut wurde, musste mindestens, ich glaube 15 Jahre oder wie lange, musste das also irgendwie in gemeinnütziger kommunaler Hand bleiben. Eva, was ist an dem Gerücht dran? Ich muss einfach mal nachfragen, dass es ein Angebot gab, wieder im Hofgut zu spielen. Das gab's dann wirklich, dass dann wirklich jemand kam, auch wieder im Auftrag der Kultur GmbH, ja, ob wir denn da noch spielen, ob wir denn noch mal spielen. Vielleicht nur im Sommer, na klar, im Winter geht's ja eh nicht. Im Sommer, ja, dann habe ich mal gefragt und gesagt, gut, und wie denken Sie sich das? Wir hatten ja alles rausgenommen, war ja leer. Wir Stühle, Tische, Bänke, Gastronomie, sauber machen, alles, wie soll das gehen? Naja, wir haben gedacht, das können Sie dann machen. Jetzt schleppen wir da noch Tische und Stühle rein und machen das Ding noch sauber. Na, haben die, da sind die noch, da geht's noch? Naja, also, hör mir auf. Eva, 50 Jahre Bühne in so kurzer Zeit irgendwie in dieses Gespräch zu bringen, das geht überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht. Wir haben so viel vergessen. Wir haben den Botanischen Garten vergessen. Oh ja, das Kabarett unter der Kastanie, das war auch schön. Ja. Reden auch die Leute heute noch von. Ja, wir haben ganz viel vergessen. Wie lange willst du das noch machen? Bühne, Eva Maria Fastenau auf der Bühne. Also ich glaube. Was ist denn das für eine Frage jetzt? Nächstes Jahr 50 Jahre Jubiläum. Du hast dieses Jahr 50 Jahre.
Ich weiß, du hast genauso wie ich einen Herzschrittmacher. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Ja und? Das musst du mir doch nicht erzählen, dass wir Herzschrittmacher haben. Das ist egal, das ist egal. Wie lange soll es noch gehen? Wie lange können sich die Gäste noch auf das Fettnäpfchen unterm Rathaus freuen? Solange ich gesund bin, solange ich noch kreativ bin, geht das weiter. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, aufzuhören. Und wenn du das mit dem Herzschrittmacher nicht erzählt hättest. Du hättest sowieso nicht. Ist ja egal. Man merkt es ja auch nicht. Was anderes, neues Programm. Wir wollen es trotzdem noch mal ansprechen. Um was geht's? Jetzt Weihnachten. Ja, das neue Programm ist Weihnachten. Ja, das, was ich gesagt habe. Advent, das Christkind pennt. Das Christkind muss wieder arbeiten und Äppelnüsse und sowas bringen. Weil Weihnachtsmann, was der Weihnachtsmann bringt, kann sich keiner mehr leisten. Kannst du uns noch einen Gefallen tun? Unsere Zuschauer warten eigentlich darauf, und uns noch etwas jetzt zum Schluss von der Erna spielen. Vielleicht, keine Ahnung, was Aktuelles, einfach Video. Ja, die Erna macht jetzt zu dem Programm 50 Jahre Dicke, da lässt sich's leider nicht, oder leider ist jetzt Quatsch, lässt es sich nicht vermeiden, dass die Erna nochmal auftritt. Liebe Zuschauer, schauen Sie einfach jetzt nochmal der Erna zu. Und wenn Sie Zeit haben und Lust haben, besuchen Sie die Eva Maria hier nochmal unterm Rathaus. Das Programm, ihr habt jetzt einen neuen Flyer, wann ihr spielt, einfach. Und auf der Homepage steht auch, was los ist. Ja, steht drin. Und wir spielen es auch nur 14 Tage. Oh, dann schnell hierher Karten holen. Tschüss, macht's gut. Danke. In Frühling Veilchen, Tulpen, Primeln, in Sommer Gurken, Möhren, Zwiebeln, in Winter Kränz und buntes Gras, Erna hat für alle was. Na, hallo, kennt ihr mich noch? Ja, euer Fischkopf ist wieder da. Erna von Markt. Ja, ich war ja nun mal eine ganze Weile weg, ne? Ich meine, auf dem Markt ist ja jetzt auch alles ganz anders, ganz anders, ne? Und habt ihr schon mal gemerkt, wir von der Gemüsesparte, wir werden ja nun auch immer weniger, ne? Müsst ihr mal gucken, so hinterm Simson, ne? Da haben ja nun auch ganz andere Händler ihre Tische aufgeschlagen. Ich hab schon mal überlegt, ob ich da mal ein bisschen mitmache, ne? Spruch habe ich schon hier. Riesengroße Büstenhalter, Schlüppe fast für jedes Alter. Alles aus Fernost, ganz frisch, auf Ernas großen Wühletisch. Das wäre was. Oder habe ich auch schon mal überlegt, ich könnte ja jetzt auch mal in Bio machen. Weil Bio ist ja in. Also das muss ja alles Bio sein heute. Ne? Bloß Bio ist ja in Gera auch nicht ganz einfach. Ne? Weil Bio, das ist ja nur mehr was für junge Leute, ne? Ja, und Egera, die brauchen ja nur alle ihre Konservierungsstoffe, ne? Ach, wisst ihr eigentlich, wie man eine Demonstration von Vegetariern nennt? Gemüseauflauf, ne? Aber wie gesagt, ne, für Bio habe ich auch schon einen Spruch. Zwiebeln, Blumenkohl und Rettich, Porree. Und auch Möhren hätte ich. Alles frisch vom Biofeld, kostet Arbeit und auch Geld. So, und wenn jetzt der Gersche Geld hört, dann ist er ja weg, ne? Dann ist er sofort weg. Dabei kannst du nirgendwo so billig einkaufen wie in Gera. Ich meine, geh mal die Sorge runter, ne? Ich meine, kannst in der Mitte anfangen, weiter hoch musst du nicht, da ist ja Gera sowieso zu Ende, ne? Und muss mal gucken, ne? Hier so Amthor-Passage und Wuhlwurt und so, ne? Alles nur billig. Habe ich mir neulich eine Hose gekauft, ne? 9,99, ne? Habe ich anprobiert, ne? Kam sofort die Verkäuferin, ich meine, die hatten noch eine, ne? Kam die Verkäuferin, ja, das sieht aber gut aus. Ach, und die passt, ne? Habe ich gesagt, ich weiß nicht. Ich finde, die spannt ein bisschen unter den Achseln, ne? Aber eine Hose, 9,99, ne? Ich meine, gut, das wird man natürlich heute nicht mehr ausgeben, ne? Für 9,99, überleg mal, was du dafür heute alles kriegst. 12 Stück Brennholz und 8 Briketts. Naja, und das brennt ja auch nur ein bisschen länger als eine Hose, ne? Energie, die wird jetzt teuer, drum macht ihr ein Lagerfeuer. Holz, Petroleum, Papier, kriegst du alles bei Erna hier. Ja,
Ich meine, die Stadt, ne? Die Stadt soll ja jetzt auch Energie sparen, ne? Aber die wissen noch nicht genau wie. Der Oberbürgermeister hat im Fernsehen gesagt, er hat jetzt erstmal einen Krisenstab gegründet, ne? Ja, und nun überlegen die erstmal, ne? Ich meine, überlegen, das können die ja in Gera gut, ne? Und die überlegen lange, ne? Zum Beispiel, guck mal, bei der Straßenbahn. Da haben sie so lange überlegt, bis der Zug weg war. Also sagen wir jetzt die Straßenbahn, ne? Aber das ist ja nur auch was ganz anderes. Es geht ja nur hier um die Energie. Also, ja, was könnte man denn nur sparen, ne? Da könnte man zum Beispiel Straßenbeleuchtung abschalten nachts, ne? Ja, warum nicht, ne? Ab um 6 ist sowieso keiner mehr auf der Straße. Da wird der Bürgersteig hochgeklappt, ne? Oder sagen wir mal vielleicht die Verkehrsampel nachts aufschalten. Ja, das wäre kein Problem. Das würde mir auch gefallen, ne? Muss mal gucken, ne? In der Nacht, ne? Weil kein Auto kommt, aber alle Ampeln rot, ne? Das braucht kein Mensch, ne? Oder was haben sie noch gesagt hier? Schaufenster. Die Schaufenster sollen nachts nicht mehr beleuchtet sein. Ja, na was? Wir haben gar keine Schaufenster, ne? Oder die Türen von den Geschäften sollen geschlossen bleiben. Ja, die sind schon lange geschlossen, ne? Und zwar für immer. So, na ja. Dann würde ich mal so sagen, hier in Rathaus. In Rathaus, die könnten ja auch mal sparen. Das wird was bringen, ne? Ich habe auch schon eine Idee. Da könnten die mal die Beleuchtung ausschalten und stattdessen Bewegungsmelder installieren. Ach übrigens, habt ihr schon gehört, hier in Arkaden, da hat es jetzt ein neues Schuhgeschäft aufgemacht. Ja, die verkaufen jetzt Schuhe mit einem Absatz vorne. Ne, damit man das Gefühl hat, in Gera geht's wieder bergauf. In Frühling Veilchen, Tulpen, Primeln, in Sommer Gurken, Möhren, Zwiebeln, in Winter Kränze und buntes Gras. Erna hat für alle was. Tschüss!